So, und was wir noch brauchen, aus irgendeinem Grund, ich habe vergessen warum, ist eine Hand. Wir brauchen aus irgendeinem Grund eine Hand. Ich weiß nicht mehr warum, aber es ist mir eingefallen, als ich sie hier gesehen habe. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Handgemacht! Guck mal da, die rote Holzhand, die brauchen wir. Ich weiß nicht mehr warum. Eine Holzhand. Das habe ich gehört. Ich hoffe, du möchtest die Hand kaufen. Sie ist nicht ganz billig. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich abgebrannt. Nun, dann würde ich sie an deiner Stelle schnell wieder zurücklegen, Tiger. Tut mir leid. Tja, okay. Er hat ja gesagt, sein Gehör ist sehr gut. Er ist blind, aber sein Gehör ist sehr gut. Wie wäre es, wenn wir sein Gehör anderweitig beschäftigen? Zum Beispiel damit, mit der Musikbox, die aus irgendeinem Grund in der Kiste vom alten Marley war. Ich weiß auch nicht. Darf ich das einschalten? Ich sagte, darf ich das einschalten? Wohl nicht. Na, er ist beschäftigt, das ist gut. So. Ein Korb mit handgemachten Prothesen. Ja, klau die Hand. War da nicht ein Geräusch? Nein, das ist nur die quälende Musik aus meiner Musikbox. Eingesteckt. Sehr geil. Ich glaube, die Musikbox brauchen wir nicht mehr, dann verschwinden wir jetzt von hier. So, jetzt haben wir einen blinden Prothesenhändler beklaut. Wunderbar, wir kommen in die Hölle. Okay, was war denn hier oben? Da kann ich mich nicht so wirklich dran erinnern, was hier oben war. Oder ob da überhaupt irgendwas ist. Nein, das ist gar nichts. Ach, großartig. Deshalb kann ich mich auch nicht erinnern, weil da nämlich gar nichts ist. Es gibt aber auch noch andere Geschäfte. Na, jetzt komm schon. Geh mal da lang. Was ist denn, wenn wir hier lang gehen? Ich kenne das Layout der Insel nicht mehr so genau. Hier können wir aber runter. Okay, hier können wir da lang gehen. Da ist die Kanzlei. Wir haben leider den Kaufvertrag nicht mehr. Und hier wird Schach gespielt. Okay, dann eigentlich möchte ich Schach spielen. Ne? Da sind Leute, die sich um ihren eigenen Kram kümmern, also werden wir die ärgern. Die beiden würden mir vermutlich die Hand abhacken. Ja, wahrscheinlich. Ja. Darf ich als Nächster? Sicher, wenn es dir nichts ausmacht, einige Stunden zu warten. Oh, warum so lange? Ich sage dir warum. Weil sich dieser Fettarsch von Pirat hier nicht länger als 2 Minuten konzentrieren kann. Was kann ich dafür, wenn mir so viele wichtige Fragen durch den Kopf gehen? Du meinst vermutlich Essensfragen, was? Das ist ja unerhört. Es ist unerhört, dass du nicht siehst. Und? Wer gewinnt? Schwer zu sagen. Ich habe Senor Castanedas Dame mit meiner Montgolfier-Eröffnung in die Enge getrieben. Aber ich fürchte, dieser elende Halunke blockiert mich mit einer Estrada-Barrikade. Ja, ich verstehe. Tja, wir haben doch alle Damen-Gambit geguckt, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, ob das echte Begriffe waren oder nicht. Ich suche nach einem nasenlosen Piraten. Ja. Spielt er auch Schach? Ich glaube nicht. Dann ist er mir egal. Na, wunderbar. Vielleicht können wir den ja ablenken und ihn dadurch zu verleiten, einen falschen Zug zu machen und sich aufzuregen oder irgendwie sowas. Vielleicht können wir ihn ärgern. Wow, ist das nicht Garry Kasparov? Wo? Guter Zug, Schlaumeier. Das zählt nicht. Du kennst die Regeln. Was liegt, das liegt. Aber. Regeln sind Regeln, Kumpel. Gut. Wunderbar. Und jetzt können wir den anderen ärgern. Wenn wir sie beide aufregen, dann ist doch... Das wäre doch super. Verzeihung. Ja? Darf ich als Nächster? Sicher. Es könnte aber noch eine Weile dauern. Oh, warum? Weil Schach ein Spiel ist, das stundenlange Konzentration erfordert. Und, wer gewinnt? Schwer zu sagen. Ich schnappe mir Mr. Santiagos Figuren mit Hilfe einer subtilen Jelzin-Staffeloffensive. Aber ich fürchte, er unterläuft meine Taktik mit einer Variante der Castro-Bestattungsdefensive. Ah, ja, natürlich. Okay, das war Bullshit. Ich suche nach einem nasenlosen Piraten. Spielt er auch Schach? Ich weiß nicht. Dann ist er mir egal. Na wunderbar. Okay, dich lenken wir auch ab mit dem Klassiker. Hey, ein dreiköpfiger Affe. Hey, da oben.
Ei, eine Riesenechse. Hm. Na toll. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Hm. Was ist los mit dem? So. Ja? Ihr Freund ist anscheinend sehr konzentriert. Ist dir das auch schon aufgefallen? Senor Castaneda spielt außergewöhnlich diszipliniert. Sobald er sich in einer Aufgabe vertieft hat, kann ihn nichts und niemand ablenken. Außer? Ja? Tja, er ist scharf auf Brittany, die Bankmaus. Interessant. Castaneda hat also eine Schwäche für die Kleine am Schalter, was? Oh ja, er trägt immer ein Bild von Brittany über dem Herzen. Okay, sehr interessant. Ich lasse sie dann mal weiterspielen. Vielen Dank. Und... Ja? Oh, na, wenn das nicht Brittany ist. Brittany, wo? Oh, guter Zug. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das gilt. Und ob ich das will. Du elender Betrüger. Wer hat denn behauptet, dass Regeln sind, Schwachkopf? Gut, du willst einen Zug? Hier hast du einen Zug. Das nennst du einen Zug? Das ist ein Zug. Das kannst du nicht machen. Ach nein? Und wer soll mich daran hindern? Schweißbeutel! Quallenquäler! Okay. Hey, ihnen ist die Uhr egal. Flohsack! Sauber. Sesselpupser! Wir haben dafür gesorgt, dass sich zwei Leute tierisch aufregen und ihr Möchte Spiel vergessen. Falstaff. Das ist doch super. Wunderbar. Wir haben zwei unschuldigen, unbeteiligten Leuten den Tag versaut. Großartig. Guybrush Threepwood, wir haben unser Tagesziel erreicht. So, dann wollen wir uns jetzt hier aber noch ein bisschen weiter umgucken. Nämlich hier geht es weiter. Ich suche immer noch einen letzten Laden. Da ist er, der Köderladen. Haha, hier hatten wir nämlich auch die Ente gefunden, als wir das erste Mal hergekommen sind. Also, rein hier und uns mal umgeguckt. Hier riecht es nach totem Fisch. Ich habe 9 Sorten toten Fisch. Wie wär's? Es wäre mir lieb, wenn du nur toten Fisch hättest und nichts anderes, echt. Verzeihung. Ja? Haben Sie auch Köder, die sich eine Erkältung fangen können? Nein. Haben Sie auch Köder, mit denen ich einen Tiger fangen könnte? Nein. Haben Sie auch Köder für einen Dieb? Nein. Führen Sie Köder für Rotbarsche? Zum letzten Mal. Oh ja, das kostenlose Zeug da drüben müsste funktionieren. Hab dich. Wunderbar, gratis Köder. Geil, nehmen wir gleich mit. Na, wie gehen die Ködergeschäfte? Ach, beschissen. So riecht's auch. Nein, wirklich, es ist schrecklich. Glauben Sie nicht, dass es gut fürs Geschäft wäre, wenn Sie gelegentlich ein Fenster öffnen würden? Mann, das habe ich versucht. Hat es geholfen? Nein, er stinkt immer noch. Im Gegenteil. Seitdem bleiben sogar meine Stammkunden aus. Hey, das war der Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass hier etwas Seltsames vor sich geht, ja? Etwas Seltsames? Was denn? Nun, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber ich könnte schwören, dass Luke Ryland immer piratenfeindlicher wird. Wirklich? Inwiefern? Nun, wir werden belagert. Von feindlichen Eroberern? Schlimmer! Und Touristen. Ach. Oh Gott! Heute sind nicht viele von diesen Typen unterwegs. Aber wenn du eine Woche wartest, sprießen sie wie Algen an einem verschmutzten Strand. Tja, sie haben alteingesessenen Seeräubern völlig neue Geschäftsfelder aufgezwungen und einige unserer blutrünstigsten Piraten dazu gebracht, ihre Lebensgewohnheiten zu überdenken. Und ich, der Besitzer des besten Köderladens der Insel, betreibe einen dämlichen Termitenzirkus, weil das meine einzige Chance ist, an den Zaster dieser Touristenbrut zu kommen. Und? Läuft die Sache? Nicht sehr gut. Insekten schrecken Touristen anscheinend ähnlich stark ab wie Fischsterne. Aha. Na toll, aber das ist ja... Aber guck mal, wenn es ein Köderladen ist, wollen denn Touristen überhaupt nicht angeln? Ich meine, guck mal aus dem Fenster, das hatte ich ja schon mal gesagt vor ein paar Episoden, dass selbst die Texturen geändert wurden. Und guck mal, da ist selbst die spiegelverkehrte Beschriftung des Fensters von außen in dem Innenbild übersetzt. Also das, ich bin immer noch überrascht und beeindruckt, muss ich einfach mal sagen. Wissen Sie etwas über einen nasenlosen, diebischen Piraten? Nun, die Beschreibung passt auf Pegnus Pete. Sie kennen ihn? Soll das ein Witz sein? Jeder Idiot auf Luca Island kennt Pegnus Pete.
Na, ist doch wunderbar, das ist doch gut. Jetzt haben wir schon drei Leute, die ihn beim Namen genannt haben. Wer ist das? Oh, er ist der berüchtigste Dieb von Luke Ryland. Er wurde nie gefasst und seine Beute wurde nie entdeckt. Ah, und sein wahres Gesicht, abgesehen von seinem Markenzeichen der falschen Nase, hat noch nie jemand gesehen. Ich kenne sein wahres Gesicht. Ist kein schöner Anblick. Ja, klar. Und ich kenne einen Fadenwurm, der komplexe Infinitesimalrechnungen löst. Naja, gut. Guy Brush Threepwood ist jetzt da und kann ihn finden und schnappen und seine Beute und überhaupt und alles, ne? Ist schon klar. Wo finde ich den Kerl? Ach, du kannst ihn nicht finden. Niemand kann das. Angeblich versteckt er sich irgendwo im Herzen der Sümpfe der verlorenen Zeit. Großartig, ich bin schon unterwegs. Aber niemand hat bisher einen Weg durch die Sümpfe gefunden, ohne sich zu verirren. Sie sind verflucht. Verdammt, schon wieder ein Fluch. Okay, das kriegen wir noch hin. Wir brauchen nur mehr Vorbereitung. Wie hat er seine Nase verloren? Oh, das ist eines der dunkelsten Geheimnisse von Luke Ryland. Es gibt Leute, die glauben, dass eine Ente den Gesichtserker von Pycnos auf dem Gewissen hat. Ich glaube aber eher, dass sich eine Schule wild gewordener Flundern mit seinen Zinken aus dem Staub gemacht hat. Das ist eines der dunkelsten Geheimnisse von Luke Ryland? Oh nein, aber so klingt es geheimnisvoller. Du findest, Flundern ist wahrscheinlicher als eine Ente? Flundern? Wie riecht der Kerl eigentlich ohne Nase? Schrecklich. So etwas in der Art hatte ich erwartet. Reden wir über was anderes. Nur zu, ganz wie es dir beliebt. Okay. Warum sind die Köder da drüben gratis? Tja, das Verfallsdatum ist fast abgelaufen. Ich muss sie loswerden, bevor sie verderben. Wie können Köder verderben? Ach, es ist immer dasselbe. Falsche Freunde, Rebellion gegen Autoritäten, Sittenverfall. Und ehe du dich versiehst, ist der Köder verdorben. Ich glaube, ich kann ihm nicht folgen. Aber egal, wir nehmen auf jeden Fall einen Köder mit. Ich sehe mich nur ein wenig um. Naja, kein Problem. Aber wenn du etwas runterwirfst, musst du es kaufen. Ich werde überhaupt nichts anfassen. Wir gucken uns mal den Termitenzirkus da an. Wow, sieh dir diesen süßen Termitenzirkus an. Wie ein Flohzirkus. Nur mit Termiten. Ja, na ganz großartig. Das war wirklich aufregend. Na toll. Guybrush, du bist überhaupt nicht besser als die anderen Touristen, die Piraten alle so hassen. Jetzt weiß ich übrigens wieder, warum ich die Holzhand brauche. Denn damit können wir die Termiten mitnehmen. Ist das eine großartige Idee? Wir wissen noch nicht, was wir mit den Termiten machen sollen, aber wir nehmen sie erstmal mit. Da hilft nur Tarnung. Kommt zum lieben Onkel, Jungs. Seht euch diese kleinen Krabbler an. Sie müssen einen echten Heißhunger auf Holz haben. Okay, hoffentlich hält es eine Weile, bis ich die Termiten auch wirklich brauche. So, jetzt nehmen wir noch einen kostenlosen Köder mit. Geil. Mitgenommen. Und dann wieder nichts wie raus hier. Okay, jetzt haben wir uns meiner Meinung nach in Lucre Town komplett umgeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, da geht es, wenn wir jetzt nach rechts gehen, geht es wahrscheinlich auch wieder zurück zur Inselübersicht. Aber wir sind jetzt, glaube ich, einmal komplett durch Lucre Town durchgekommen. Ja, ich bin der Meinung schon. Vielleicht, jetzt wissen wir wenigstens, was in der Stadt, was es da so alles gibt und was wir Carla mitbringen könnten. Vielleicht will sie ja irgendwas. Hey Carla, was willst du? Nun, da du ja hier festsitzt, soll ich dir etwas aus der Stadt mitbringen? Was denn zum Beispiel? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht umgesehen. Tja, das solltest du vielleicht. Was soll das bedeuten? Natürlich haben wir uns umgesehen. Ach, na gut, funktioniert nicht der Dialog. Mach weiter, Carla. Bleibt mir was anderes übrig? Scheinbar nicht. Okay. Ich dachte, ich kann jetzt anbieten, soll ich dir einen Köder mitbringen oder soll ich dir Prothesen mitbringen oder sonst was. Aber irgendwie nicht. Ach ja, wir haben ja jetzt aus dem Prothesenparadies, haben wir jetzt die Haut bekommen. Und mit dieser Haut kommen wir zurück in die Bank. Ich bin mir nicht sicher, warum wir in die Bank wollen. Vielleicht gibt es da halt einfach noch irgendetwas. Es ist aber auch so einfach eine geschlossene Bank. Und wir sind ein Pirat, also warum sollten wir nicht da reingehen? Wir können uns später überlegen, was wir daran wollen. Aber wir nehmen erstmal die Kunsthaut und verwenden hier mit dem Gulli. Hey, das ist wie ein Trampolin. Fantastisch! Und deshalb braucht man die Kunsthaut.
So, na denn? Echt, das ist wie ein Trampolin. Oh! 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 Dummkopf! Okay. Erklettere Leiter. Hier ist doch eine Truhe, oder? Nee, hier ist hier nicht. Nein, hier ist keine Truhe. Gut, dann werden wir erstmal die Leiter erklettern. Es fällt mir langsam wieder ein, was wir hier sollen. Ich wusste nur, wir mussten hier irgendwie hin. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Da, eine Zugkette, dann wird wieder Licht, was nicht wahr? Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Scupper-Party. Okay. Erinnert mich daran, dass hier unten Scupper-Ware liegt. Das ist nicht großartig. Eine leere Scupper-Ware-Dose. Geklaut. So, jetzt haben wir eine Frischhaltebox. Fantastisch. Ich glaube aber, in den Tresorraum kommen wir nicht mehr, oder? Nee. Im Hauptbuch, was ist da drin? Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Oh, guck mal da oben, wo wir hergekommen sind. Da ist irgendwas Seltsames. Klar, wir müssen natürlich unsere Unschuld beweisen. Und deshalb suchen wir hier nach irgendwelchen Hinweisen. Es gibt ja sonst keinen Detektiv. Aber guck mal, hier ist irgendein seltsamer Schatten. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Hey, eine künstliche Nase. Ah, sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an mich, Mr. Threepwood. Ach, was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Stattdessen nehme ich aber nur dieses Beweismittel an mich. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pegnose passt. Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt... Er weiß das nur, dass er in der Bank war. Es heißt noch lange nicht, dass er der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war's, stimmt's? Ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier! Na toll, er lässt sich gerne vom Gegenteil überzeugen, solange wie er nichts dafür tun muss. Ich soll die ganze Arbeit machen und in diesem Fall lässt er sich vom Gegenteil überzeugen. Und ansonsten halt nicht. Gut, dann gehen wir halt wieder durch das Fenster. Ja! Au! Oh.